Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal, heute wieder mit einer weiteren Folge Bellwright. Im letzten Part haben wir ja Blackridge Pool befreit und dementsprechend müssen wir da heute auf jeden Fall noch nach Sklaven gucken. Und was wir dann noch tun ist, dass wir uns Crashmere oder Crashmere oder however anschauen, denn da waren wir ja tatsächlich noch nie und dementsprechend habe ich auch noch keinen Plan, wie es dort ausschaut. Wenn euch mein Video gefällt, vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, den Abo-Button zu klicken und die kleine Glocke zu aktivieren. In dem Sinn, ich wünsche euch viel Spaß und let's go. So, meine Lieben, wir haben einen wunderschönen neuen Morgen und im letzten Part sind wir ja in der Nacht hier stehen geblieben, als wir nach Leutchens gesucht haben für unsere Siedlung. Ich habe den Part dann beendet und jetzt sind wir hier am nächsten Morgen und gucken mal weiter. Ich habe geguckt, was es alles hier gibt, aber hier findet man dann auch in dem Sinn niemanden Besonderen mehr. Hier sind auch Leute, die wir auf jeden Fall schon haben. Deswegen gucken wir halt einfach jetzt nach Leuten, die gut sind. So, und sie zum Beispiel hat Lowell Skills, deswegen würde ich sie jetzt nicht mitnehmen. Was ist mit dir, Patrick? War der nicht der, der gut war? Ja, der Patrick ist nämlich zum Beispiel einer, der gut ist. Hier mit der Zweihand und mit der Landwirtschaft. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ich meine, 4 Leute können wir ja mal mitnehmen. Der hat halt hier viel in Herstellung, aber der ist nicht so gut wie der Patrick. Tarik. Tarik sieht auch gut aus. Er ist ein Schwertkämpfer mit der Einhand. Er ist in Kochen gut. Den nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Gut, wir können natürlich gucken, ob wir noch eben hier so einen Bauer mitnehmen, wenn der gute Skills hat. Ach, Shitty, der braucht Bellwright, Mr. Kacke. Dann halt nicht. Einen Bettler wollen wir nicht. Halt, Oliver, warte. Nee, eher nicht. Ein Mädel, Apprentice Zimmermann, ist doch auch nie verkehrt. Ach, die will auch Bellwright. Ihr nervt mich mit eurem Bellwright. So. Hier düst ja auch noch jemand rum. Was ist mit dir? Schwächling, kurzsichtig. Und die hat halt auch überall nur 5 Ausländer, 2 Hand, also nee, eher nicht. Ach, wisst ihr was, Leute? Ihr könnt schon mal nach Hause düsen. Und ihr seid auch nicht Woodstock, sondern Lunetria. Warte mal, wo ist der andere Typ jetzt? Halt, stopp. Halt, stopp. Bitte nach Lunetria. So. Wen haben wir hier? Die Brigitte. Hi, Brigitte. Brigitte ist nicht schlecht. Wir nehmen sie auch mit und du kommst dann bitte auch gleich mal zu Lunetria und bist Arbeit da. Gut, und rennt da jetzt schon wieder wer? Komm, wir rennen denen mal hinterher. Halt, Joseph. Joseph, I need your help. Du hast aber nur gute Stärke und der Rest ist lame. Das heißt, wir schauen einfach mal dahin, wo die jetzt so hinpacen. Einen nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Expert Müller geht nicht. Apprentice Schmied. Brauchen wir da auch wieder Bellwright? Ach ja. Naja, also irgendjemanden brauchen wir auf jeden Fall noch. Und dann geht's ab nach Crashmere. Nee, heißt es Crashmere? Ich glaube schon. So, wer bist du? Du bist der Bettler. Halleluja, es ist wirklich schwer, gute Leute zu finden. Odo ist gut. Den können wir tatsächlich noch mitnehmen. Okay, Odo, halt, stopp. Du bleibst. Cool. Dann haben wir jetzt 4 neue Leute und machen uns jetzt doch gleich mal auf den Weg nach Dingsy-Dingsy. Crashmere, heißt es Crashmere? Lasst uns mal nochmal kurz gucken. Wo ist es eigentlich? Ach, da unten. Crashmere, das heißt, wir müssen am besten hier hin und dann hier so runter. Na gut, alles klar. Das sollte kein Problem sein. Verbände habe ich noch. Ich habe auch noch meine Axt, damit wir uns ein Reiseschild dort auch hinbauen können. Habe ich sonst irgendwas im Inventar? Ja gut, bisschen was zum Essen. Und das war's. Aber das passt so, hätte ich jetzt gesagt.
Dann einmal auf nach hier. Dann setzen wir uns das Ganze als Wegpunkt und ich glaube, da hinten kann man es schon sehen. Wir müssen aber natürlich hier lang, beziehungsweise könnten wir doch eigentlich auch schauen, ob wir einfach hier so über die Felder düsen. Vielleicht findet man ja da dann auch noch irgendwas. Und dann hoffe ich, dass meine Leutchens auch demnächst relativ schnell die Schmiede und die neue Werkstatt fertig kriegen. Damit wir eben auch mal an Weißblech und so kommen. Was ist das jetzt hier? Ein Wolf. Ja, okay. Bringt uns aber nichts, wenn wir da lang gehen, weil wir dann eh wieder außen rum düsen müssen. Ja, dann bleiben wir halt auf dem Weg. Da ist man dann sowieso auch schneller unterwegs. Habe ich zumindest mal gehört, dass dann die Ausdauer langsamer runtergeht. So, da oben müsste dieses Brigandenlager sein, was man auf der Karte gesehen hat. Und hier links geht's nach Krasschmerö. Bitte biegen Sie in 2 Metern links ab. Alles klar. Hier ist es aber auch eigentlich geil. Hier ist es auch schön flach. Könnte man bestimmt richtig cool was bauen. Ich bin ja mal gespannt, wie Krasschmerö ausschaut. Und wenn wir dann Krasschmerö jetzt haben, ich meine, das gibt uns auch wieder Quests, da können wir wieder ein bisschen questen. Aber dann haben wir ja eigentlich, lass mich nochmal kurz gucken, nur noch Horndin, was wir befreien müssen, oder? Farnworth haben wir befreit, soweit ich weiß. Blackwitch Pool, Bradford, Petstow und Horndin. Genau, bleiben noch Horndin und Krasschmerö. Und irgendwann müsste ich doch auch mal die Quest bekommen, dass ich diesen Obermufti töte. Da muss ich mal gucken, wann wir die bekommen. Wieso liegen hier Steine im Weg, Junge? Aber weißt du was? Ich nehme gleich mal 2 mit für ein Schild. Und dann kann ich eigentlich auch gleich den ganzen Rest schon mal einsammeln. Hier, wie viele braucht man? 5, gell? 5 Setzlinge und 2 Baumstämme. Dann haben wir das gleich beinannt. Wir können das auch gleich hinstellen, wenn wir da sind. Achtung, Baumfeld. Dann brauche ich auch mal wieder neue Rüstung. Ich bin irgendwie voll zurückgeblieben mit meinem Charakter. Also im Spiel, nicht in Real Life. Nicht falsch verstehen, meine Lieben. So, ein Baumstämmchen noch. Na komm. Ich hoffe, den kann ich dann aufheben, aber eigentlich müsste ich. Super, haben wir das auch. Dann können wir mal hier den Pilzeintopf mampfen. Und das Brot finde ich richtig geil. Guckt mal, wie lange das anhält. Das habe ich im letzten Part schon gemampft. Halt, sind wir richtig? Ja. Der Weg ist weit. Sollen wir uns hier auch schon mal ein Schild hinstellen? Es kann eigentlich nicht schaden, oder? Wo war Bauen unter B? Stufe 1, Reiseschild, F. Hinstellen und bauen. Dann kann ich mir nämlich den anderen Baumstamm gleich mitnehmen. Ja, du musst jetzt nicht wieder um dich schlagen. Verwaltung deiner Siedlungen. Was meint es damit? Und wo war jetzt der andere Baumstamm? Ja, keine Ahnung. So, haben wir erstmal wieder 5 Holz hier. Nehmen wir ihn. Und wenn wir den hier fällen, dürfte sowieso, glaube ich, nur einer rauskommen. Jawohl. Heißt, wir brauchen nur noch 2 Steine. Die holen wir uns jetzt da nochmal schnell. Und dann haben wir das auch wieder erledigt. Cool. Reiseschilder braucht man nämlich überall. Also ich düse jetzt hin und wenn wir da sind, dann schalte ich euch wieder dazu. Also Leute, ich bin jetzt zwar noch nicht da, aber ich muss ehrlich sagen, hier gefällt es mir richtig gut. Und jetzt bin ich natürlich am Überlegen, ob ich nicht
mein ganzes Hab und Gut nehme und mich einfach hier ansässig mache, also beziehungsweise halt mich und meine Siedlung, weil hier ist es eigentlich übelst schön und eigentlich auch richtig cool flach. Aber da bin ich noch am Überlegen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, ob ich das tun soll oder nicht. Und da hinten sehen wir es jetzt schon. Crashmere. Sieht bis jetzt auf jeden Fall ganz schön aus. Wir können jetzt hier außen rum gehen oder wir gehen hier lang. Naja, ich muss ja auch ein Reiseschild bauen, deswegen gehen wir natürlich da lang. So, ich muss wieder weiter weg, 1 Meter, und hier können wir jetzt unser Reiseschild hinstellen. So, bau mal das Ding. Sehr schön. Und Crashmere, hä, was ist denn das? Ist das etwa eine fortschrittliche Pflasterung? Wow, das ist ja mal nice. Und was ich sagen wollte, Crashmere hat anscheinend auch einen schon etwas besseren Zaun. Sieht richtig cool aus. Hey, was sind denn das für Flackerdinger? Aufhören. Und da sind Hühner. Hallo, ihr Chickens. Was steht hier? Crashmere. Die haben auch hier so ein Beobachtungsding. Cool. Gefällt mir bis jetzt ganz gut. Da ist wieder ein Katzi. Kann man die nicht mehr streicheln? Die konnte man noch früher streicheln. Ich fasse es nicht. Okay, und dann müssen wir wohl dorthinter zu unserem Ältesten. Oh, es ist eine Älteste. Kann das sein? Nee, das ist der Gastwirt. Da hinten steht er. Pauli Beefs. Beefs and Butthead. Kann ich irgendwie helfen? Es gibt immer etwas, Wanderer. Neue Quests an den Docks. Wir werden diese Quest natürlich verfolgen. Und uns noch ein bisschen besser hier umschauen. Schaut mal hier. Oh mein Gott, stell dir mal vor, du wohnst da. Ist das nicht geil? Genau hier in dem Häuschen. Hier ist sogar eine Fischerreuse. Da hinten sind Stege. Das ist das Dorf, was mir bis jetzt am besten gefällt, weil es mich an so ein Wikingerdorf erinnert. Und ach ja, ich würde hier auf jeden Fall chillen. Schön. Hier ist es auch nicht so tief, hier kann man schön reingehen. Aber ja, ich komme schon wieder von unserem eigentlichen Plan ab. Wir müssen 5 Eisennägel und 3 Hartholzbretter zu Beavis bringen. Und jetzt schauen wir doch mal, ob wir hier noch irgendwie eine andere Quest abgreifen können. Oder ob nicht. Hier ist doch wer. Wer bist du denn? Kannst du... Geh mal weg, du. Halt. Ach so, das ist nur ein Händler. Was hat er denn? Leckere Sachen, die wir aber gerade nicht brauchen. Schaut mal, der heißt Meilen Irminhold und die andere, die wir vorher gesehen hatten, heißt auch Irminhold mit Nachnamen. Apprentice Arbeiter. Wartet mal, fängt es jetzt zum Schneien an? Oh nein, ich möchte das nicht. I don't want it. I love it, love it, love it. Oh oh. So. Wir gehen dann mal nach Hause und holen das, was er von uns möchte. Dann wird er uns sicherlich auch noch weitere Quests geben. Jetzt möchte ich aber trotzdem mal ins Journal schauen. Wir haben einen weiteren Versuch, Herndin. Das ist ja das, was ich euch im letzten Part gesagt habe, dass ich da was ausprobieren möchte. Da muss ich noch den Dorfglockenturm fertig machen. Das mache ich aber im Off, weil das kennt ihr alle. Petstone natürlich. Was ist denn das hier? 3 Holzkohle. Das könnten wir aber auch mal machen, weil Holzkohle habe ich ja jetzt. Brennofen Teil 1. Leute haben gesehen, wie Banditen einen Dorfbewohner gefangen genommen und in einem Käfig in ihrem Lager festgehalten haben. Wir müssen ihm helfen. Das können wir eigentlich auch alles machen. Und ich glaube, die beiden habe ich auch erforscht. Mit dem Oscar sprechen und an den Docks ist das, was wir jetzt haben. Und hier muss ich nochmal mit Marcel Dobbins sprechen. Okay, Leute, das machen wir alles.
Da fackeln wir gar nicht lange rum. Wir sind jetzt in Crashmere angekommen und jetzt ist es eh schon wieder Zeit, ins Bettchen zu gehen, denn es wird anscheinend leider schon wieder Winter und ich habe da keine Böcke drauf. Wo haben wir denn Eisennägel? Hier. 1, 2, 3, 4, 5. Und wie viele braucht er? Dreimal Hartholzbrett. Dreimal Hartholzbrett. Hier. 1, 2, 3. Haben wir alles da? Easy peasy lemon squeezy. Dann gehen wir pennen und müssen uns mit diesem blöden Winter rumschlagen. Yay, es ist ein richtig schöner Morgen im Winter. Was müssen wir noch mitnehmen, Leute? Bla bla bla. Bla 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 bla. Dreimal Holzkohle. Wo habe ich die denn hin? Ich glaube, die ist drüben. Lass mich mal kurz gucken. Nö. Hier, 1, 2, 3. Nehmen wir das auch gleich mit. Sehr schön. Was machen wir denn jetzt zuerst eigentlich? Sollen wir jetzt erst die Holzkohle abgeben? Ich würde sagen, wir geben zuerst die Holzkohle ab und machen Crashmere am Schluss, weil sonst komme ich wahrscheinlich mit den Quests durcheinander. Glut verfolgen. So, zu finden in Horndin. Nein, es ist nicht zu finden in Horndin, sondern es muss zu finden in Horndin. Was für ein Wortspiel. Finden, wo bist du? Finden. Das ist wie Clayton, wenn ihr das kennt von Tarzan. So, finden ist da hinten. Finden ist da hinten. Was ist schon wieder los heute? Mr. Finten, stopp. Ah, warte mal, Mallet? Na, dich brauche ich nicht. Den Philipp aber auch nicht. Hä? Ach doch, er ist ja der... Mein Gott. Was die Glut angeht, da hast du sie. Und jetzt gibst du Ruhe. Was möchten wir? Handwerk. Cool, dann haben wir die Quest beendet. An den Docks. Altes Vermächtnis. Brennofen. Verfolgen wir das mal. Und schauen, wo... Hey, wartet mal, halt. Ey, da ist doch eine verfügbare Quest. Sorry, Leute, bevor wir das machen... Ach, hat wieder Finden was für uns? Jo. Er braucht Lederstiefel und sowas. Okay. Ja, ich möchte jetzt aber erst einmal schauen, wo das andere... Oh, nee, da. Okay, Leute, das machen wir im nächsten Part. Da muss ich mit dem Buchhändler quatschen. Der wo ist? Da oben. Okay, das bringt also auch nichts. Und da muss ich sowieso hin, dann kann ich das da abgeben. Ja, dann machen wir doch jetzt doch das mit an den Docks. Und danach können wir nochmal nach Blackridge Pool gehen und mit Marcel Dobbins reden. Hä? Feinde in der Nähe. Schnelles Reisen nicht möglich. Ich glaube, das ist ein Gerücht. Hallo. Also, das ist doch nicht die Möglichkeit. Und das bezweifle ich, dass das wirklich so ist. Ach Mann, was ist hier? Da geht's. Aber ich will nicht so weit hinlaufen. Mann, Leute. Ist doch schon wieder zum Säumelken. Komm, da hockt doch wieder bestimmt irgendwo so ein blöder Wolf oder so. Ach ja, dann laufe ich halt hin, aber ich muss was essen. Aha, tatsächlich. Und genau hier beim Reiseschild sind irgendwelche blöden Wölfe. Möchte ich nicht. Ja, kommt halt her. Interessiert mich nicht. So, und du da oben noch. So. Jetzt sind die weg. Ich hoffe, die spawnen dann da nicht wieder. Das wäre sehr belastend. Dann geht's jetzt weiter nach Crashmere zu unserem... Pauli. Und dann schauen wir mal, dann bin ich gespannt, was er uns als Folgequest zugibt. Hey, Pauli. Yes, do you have them? Ja, hier sind sie. Du bist jetzt ein Mitarbeiter von Crashmere und wir haben eine Quest bekommen. Dreimal Bastardschwert. Da ist wieder die Katz, die mir nichts bringt. So, und wer bist du, der Gastwirt? Na gut. Dann haben wir die Quest jetzt auch. Und dann können wir doch auch kurz mal nach Hause düsen und schauen, dass wir vielleicht diese drei Schwerter in Auftrag geben, wenn ich die schon erforscht habe. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nämlich nicht. Tatsächlich.
So, was haben wir denn hier? Uns fehlen hier Ressourcen, und zwar Weißblech. Ja, das war klar. Das ist der heimliche Dolch, den wir brauchen. Und was brauchen wir für das Schwert? Wo war denn das jetzt? Habe ich das erforscht schon? Gute Frage. Muss ich mal ganz kurz zu meiner Werkstatt schauen, wenn ich es da überhaupt schon craften kann. Gucken wir mal nach. Bastardschwert. Bast. Ja, kann ich. Das brauchen wir bitte dreimal, einmalig und dann, achso, schieben wir es ganz nach oben. Einfache Schnur fehlt, aber die können wir ja schnell herstellen lassen. News from the Kingdom? Ja, und ich weiß, ich muss da nicht immer überall hinlaufen, aber ich mag das. So, haben wir mal 25 in Auftrag geben, dann müsste das reichen. Dann haben wir, das ist die Quest, dann braucht der Lederhandschuhe, Lederstiefel, gesteppte Hose. Wir können ja mal gucken, ob ich das irgendwie im Inventar habe, beziehungsweise hier im Dings. Nee, das sind die robusten. Okay. Dann bitte kurz mal verfolgen. Und dann verwalten wir mal die Weberhütte und schauen mal. Gesteppte Hose braucht er. Lederstiefel. Kann ich aber anscheinend noch nicht machen. Hier, genau, in der Gerberhütte. Lederstiefel und Lederhandschuh. Bitte beides einmal. Vielen Dank. Dann ist das in Produktion. Dann gehen wir jetzt noch kurz zu Marcel und reden mit ihm. Und dann würde ich den Part wahrscheinlich auch wieder beenden. Aber jetzt gucken wir erstmal, was Marcel uns noch zu sagen hat. Hallo Marcel. May the gods protect you. Wir haben es geschafft. Vertrauen in Blackridge-Spur gewonnen plus 500. Es wird auch Zeit, dass wir tatsächlich überall mal Häuser bauen, damit die einfach mehr Einwohner bekommen. Da können wir uns dann erstens vielleicht chilligere abgreifen und zweitens können sie sich dann auch besser verteidigen. In dem Sinne haben wir es für den heutigen Part auch wieder geschafft. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüssi!